Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den. Hör auf zu reden. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Zu Let's Play Skyrim. Und ich würde sagen, als erstes rüsten wir uns anders aus, denn wir haben gleich Probleme mit bösen Sachen. Und ich würde sagen, wir nehmen Schwert der Klingen mit. So, und gleichzeitig sollten wir unser Schrei ausrüsten. Und zwar, wo ging das nochmal? Hier, ne? Wolkenloser Himmel. Warte mal. Herrling, Frühling, Sommer. Also Himmel ist der kleine. Gut. Gut, dann. Hallo? Also einfach immer mal wieder so ein bisschen. Gut. So, und hier werden wir noch mal kurz speichern. Denn da vorne ist was. Hallo. Cool. Es geht sogar. Schön. Eiszähne. Eisessenz. Ja. Gut, habe ich gerade irgendwas auf Level 30 verbessert? Nützt mir aber nichts. Dann werde ich hier auch mal ein bisschen speichern gehen. Ah. Einfach immer mal wieder speichern. Wenn ich alles zweimal machen muss. Geht doch. So. Eisresistenz. Schön. Dann laufen wir mal weiter. Ich glaube nämlich nicht, dass wir schon am Ende sind. Aber guckt euch den Himmel und so. Das sieht doch einfach nur genial aus. Also ich liebe Skyrim dafür, dass die Mods das so schön machen können. So. Wow. Aua, wo ist der? Okay. Komm her. Aua. Eisresistenz. Gut. Wir müssen wahrscheinlich hier drum weiter. Also nochmal speichern. Denn ihr wisst ja, ich habe keinen Bock, das nochmal neu zu spielen. Oh. Hier oben ist Nebel. Nebel.
Mein Gott, Solarlichter. Nordlichter. Solarlichter. Und der Mond. Oh mein Gott, wie geil. Juhu! Das ist doch mal endlich mal was richtig Schönes, was wir hier haben. Oh. Sieht so aus, als wäre es hier nicht besonders nett. Das war wohl am Anfang etwas kalt. Den Hals der Welt entdeckt. Wie schön. Wow, Drache. Wieso denn ausgerechnet jetzt? Drem Yolok, seid gegrüßt, Wundunik. Ich bin Par Turnax. Ah. Wer seid ihr? Was bringt euch zu meinem Strunmach, meinem Berg? Ja. Ja. Vazaa, ihr sprecht die Wahrheit, Dovahkiin. Vergebt mir. Es ist lange her, dass ich ein Tinnwag mit einem Fremden hatte. Ich habe der Versuchung nachgegeben, unser Gespräch zu verlängern. Evenar Balok, es gibt manchen Hunger, den man besser unterdrückt, als ihm nachzugeben. Drechni Nakib, Disziplin bei den kleineren Dingen im Kachnaar, Verleugnung der Größeren. Sagt mir, warum seid ihr gekommen, Volan? Warum stört ihr meine Meditation? Ich muss den Drachenfellschrei lernen. Könnt ihr mir beibringen? Ja, frage ich das mal eben, so einen Drachen. Drem, Geduld. Es sind Formalitäten einzuhalten beim ersten Zusammentreffen von zwei Doof. Gemäß langer Tradition spricht zunächst der Ältere. Hört meinen Tum. Spürt ihn in euren Knochen. Tut es ihm gleich, wenn ihr Dovahkiin seid. Die Welt ruft euch. Geht zu ihr. Cool, jetzt habe ich noch einen Schrei. Versteht das Feuer, wie es die Doof tun. Geil. Ich kann Feuer atmen. Ey, wie geil ist das denn? Muss ich unbedingt den jetzt ausprobieren. Zeigt mir, was ihr könnt. Begrüßt mich nicht als sterbliches Geschöpf, sondern als Dova. Okay. Wo ist denn mein Feuerschrein? Wolkenloser Himmel? Nein. Unerbittliche Macht. Ah, ich habe ihn gesehen. Da. Jo! Ah, ja. Sossedorf Losmul. Das Drachenblut ist stark in euch. Es ist lange her, seit ich das Vergnügen hatte, mit einem meiner eigenen Art zu sprechen. Cool. Hey. Wo fliegst du hin? Denn ihr habt also zu mir gefunden. Kein leichtes Unterfangen für einen Jor. Sterblichen. Yep. Selbst für einen Dovahsos.
Drachenblut. Was wollt ihr von mir wissen? Den Drachenfall. Ah, ich habe euch erwartet, Proda. Ihr würdet nicht den weiten Weg bis hierher kommen, nur für ein Tinwag mit einem alten Dovar. Nein, ihr sucht eine Waffe gegen Alduin. Ja. Ja, erzähl mir es ruhig. Ja, sie sind mir gegenüber sehr fürsorglich, Bachlan Fadon. Aber ich kenne diesen Tuum, die ihr sucht, nicht. Was? Los ist, ich kann ihn nicht kennen. Das hat eure Art, Jor, Sterbliche, als Waffe gegen die Dorf, die Drachen erschaffen. Unsere Hadrime, unser Verstand, kann seine Vorstellungen nicht einmal begreifen. Drem, alles zu seiner Zeit. Okay. Zunächst eine Frage an euch. Warum wollt ihr diesen Tuum lernen? Mir gefällt diese Welt, ja, Prusa, natürlich. Dieser Grund ist so gut wie jeder andere. Viele teilen eure Meinung, wenn auch nicht alle. Manche würden sagen, dass alles einmal enden muss, damit etwas Neues entstehen kann. Ja, aber nicht heute. Vielleicht ist diese Welt einfach das Ei des nächsten Kalpar. Lane, Vukin, würdet ihr verhindern wollen, dass die nächste Welt entsteht? Die nächste Welt wird sich um sich selbst kümmern müssen. Pass, eine anständige Antwort. Rofus. Vielleicht bringt ihr nur die Kräfte ins Gleichgewicht, die darauf hinarbeiten, das Ende dieser Welt zu beschleunigen. Selbst wir, die wir auf den Strömungen der Zeit dahingleiten, sehen nicht, was hinter dem Ende der Zeit liegt. Vulcitit los Tachrodis. Wer versucht, das Ende zu beschleunigen, wird es vielleicht verzögern. Wer darauf hinarbeitet, das Ende zu verzögern, bringt es vielleicht näher. Aber ihr habt meiner Schwäche für Sprache schon zu lange nachgegeben. Crossis, jetzt werde ich eure Frage beantworten. Wisst ihr, warum ich hier lebe, auf dem Gipfel des Monaven, den ihr den Hals der Welt nennt? Nein. Dies ist der heiligste Berg von Himmelsrand. So Grevaxtrunma, der großartige Berg der Welt. Hier haben die alten Zungen, die ersten sterblichen Beherrscher der Stimme, Alduin im Kampf gestellt und besiegt. Geil. Das muss ich mir jetzt hier als richtig epische Schlacht vor diesem geilen Winterteil mit Schneesturm und Feuer und so weiter vorstellen. Ja und nein. Wie Gnus Nikron. Alduin wurde nicht wirklich besiegt. Denn sonst Nein. wäret ihr heute nicht hier, um zu versuchen, ihn zu besiegen. Die Nord jener Tage wandten den Drachensturzschrei an, um Alduin auszuschalten. Aber das war nicht genug. Ork Mulag Unslad.
Es war die Kell, die Schriftrolle der Alten. Sie haben sie angewandt, um ihn hilflos den Strömungen der Zeit auszusetzen. Okay. Warte mal, wollt ihr damit sagen, dass die Alten Nordalduin in die Zukunft geschickt haben? Ey. Nicht absichtlich. Einige hatten gehofft, er wäre für immer verschwunden. Für immer verloren. Meje. Ich wusste es besser. Tid bo amativ. Die Zeit fließt ständig weiter. Eines Tages würde er auftauchen. Darum habe ich hier gelebt. Ich warte schon seit tausenden eurer Jahre. Ich wusste, wo er erscheinen würde, aber nicht wann. Okay. Was ist das für eine Sprache? Wie soll ich das in eurer Sprache erklären? Die Dorf haben Wörter für solche Dinge, die Jorre nicht haben. Es ist ein Artefakt von außerhalb der Zeit. Es existiert nicht, doch es hat immer existiert. Rach, Wachlan, sie sind Fragmente der Schöpfung. Die Kelle. Schriftrollen der Alten, wie ihr sie nennt, wurden häufig für Prophezeiungen verwendet. Ja, eure Prophezeiung entstammt einer Schriftrolle der Alten. Aber dies ist nur ein kleiner Teil ihrer Macht. Sophas Suljek. Also die diese Schriftrolle ist außerhalb der Zeit von den Schöpfern gemacht worden. Das klingt irgendwie ein bisschen nach Mass Effect, muss ich sagen. Tid Krent, die Zeit wurde hier zertrümmert wegen dem, was die alten Nord-Alduin antaten. Wenn ihr diese Kell, diese Schriftrolle der Alten, hierher bringt, zur Tid Achran, der Zeitwunde. Mit der Schriftrolle der Alten, die zum Zertrümmern der Zeit verwendet wurde, könnt ihr zurückgehen zum anderen Ende der Bruchstelle. Ihr könntet Drachensturz von denen lernen, die ihn geschaffen haben. Cool. Ja, das Crosses. Ist die letzte Frage. Nein, ich weiß wenig von dem, was sich in den langen Jahren ereignet hat, seit denen ich hier lebe. Ihr seid vermutlich besser informiert als ich. Gut. Vertraut euren Instinkten, Dovahkiin. Euer Blut wird euch den Weg weisen. Super, Ich lehre den Weg der Stimme schon seit Jahrhunderten und die Tuum schon viel länger. Aber nein, Dovahkiin, niemand kommt mehr hierher, um sich ausbilden zu lassen. Saran. Ihr seid der Erste in über 100 Jahren. Ich meditiere über die Rotmulag, die Worte der Macht. Ich erteile Rat über ihre Anwendung. Das genügt mir. Ihr meditiert über Worte. Ein Wort der Macht zu kennen bedeutet, seine Bedeutung in sich aufzunehmen. Meditiert über die Bedeutung eines Rotmulag. Während dieses Wort euch ganz erfüllt, werdet ihr ihm näher kommen. Werde ich es euch lehren, Dovahkiin?
Welches Nein. Wort ruft bei euch tieferes Verständnis hervor? Es gilt drei zu meistern. Fuß, Feim und Joll. Ich würde sagen, Joll. In eurer Sprache bedeutet das Wort einfach Feuer. Veränderung, der eine Form gegeben wurde. Macht in ihrer ursprünglichsten Gestalt. Geil. Das ist die wahre Bedeutung von Joll. Soljek, Macht. Ihr habt sie, so wie alle doof. Aber die Macht ist untätig ohne Handlung und Wahl. Denkt darüber nach, während sich das Feuer in eurem Zoom, eurem Atem aufbaut. Zoom Arc Mora. Was werdet ihr verbrennen? Was verschonen? Okay. Drem Yolok, seid gegrüßt. Lok Tum. Also, ich würde sagen, hier machen wir mal einen Cut, denn das war jetzt ziemlich viel Laberei. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hau rein.